NXT Studio Safe Channel. Ich lasse euch hier daran teilhaben, wie ich auf einfache Art Probleme gelöst habe. Und ihr könnt das auch sehr einfach nachmachen. Heute geht es ums Hydrofoilen. Jeder, der Kitesurfen geht, kann aktuell den Trend Hydrofoilen beobachten, wird sich dann denken, ist relativ teuer. Vielleicht habt ihr auch einen Bekannten, der vielleicht ein Alufoil oder ein anderes Foil hat, das ihr nutzen könntet, ihr habt aber kein Board. Vielleicht habt ihr aber auch ein Twin-Tip, ein älteres zu Hause. Ich habe hier beispielsweise ein 15 Jahre altes selbstgebautes Twin-Tip. Damals, vor ca. 15 Jahren, waren Bretter tendenziell extrem steif, aber auch leicht. Dieses Brett hier hat knapp 2 Kilo, ist eben in Full Carbon gemacht worden. Ist noch eins der Bretter, die damals nicht mit ABS-Kanten gebaut wurden. Das heißt, ich habe damals die mühsame Art gewählt, habe die Kanten vom Unterwasserschiff nach oben geklappt, das Ganze dann wieder in zwei Durchgängen laminiert, das ist nicht auf einmal gegangen. Es gibt Boards von Carved Anton, billig gebraucht zu haben, die ähnliche Eigenschaften haben. Sehr leicht, steif. Warum ist das gut? Natürlich, wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt das Ganze als Foilboard umbauen, ist es wichtig, dass es sehr steif ist, dass ihr auch den Druck im Endeffekt auf das Foil bringt und gut steuern könnt. Moderne Pocketboards sind nicht anders gebaut. Wie gesagt, ich habe hier damals einen Corsel 16 mm genutzt. Auch aktuelle Bretter sind ein bisschen dicker, damit sie eben ein bisschen steifer werden. Viele derzeitige normale Twin-Tips sind da eher auf der dünneren Seite, gerade auf den Tips, um hier einen Flex reinzubekommen, was natürlich auch gelenkschonend ist und auch ganz gut für den Pop. Aber für diesen Umbau ist es am besten, wirklich so ein altes, steifes Board zu holen. Und das Gute ist, die gibt es extrem günstig und bevor die irgendwo weggeschmissen werden, können Sie sie einfach recyceln. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das Pad habe ich jetzt für das Video dann nochmal runternehmen müssen. Ihr seht, ich habe es ganz einfach gemacht im Standbereich. Von Twin Tips sind diese normalerweise mit mehreren Lagen gegen Stauchung am Oberdeck stabilisiert. Also das ist normal hier in dem Fußbereich, sind normalerweise mehr Lagen. Bei mir war es so, ich habe relativ viele Bretter durchgebrochen, habe da teilweise bis zu 7 Lagen übereinander dann in kleiner werdender Folge drauf. Das heißt, der Teil, wo die Inserts sind, der ist schon relativ steif. Das heißt, wenn Sie ein Brett umbauen wollt, müsst ihr auch den Teil nutzen, wo das Brett am steifsten ist. Das heißt, im Bereich der Fußschlaufen. Bei mir ist es so, ich habe dann hier diesen Teil genommen, weil am Schluss noch der progressive Rocker ein bisschen zu viel Kicker hat. Man könnte es auch hier einfach abschneiden, wie bei vielen Brettern. Den Rest von hinten vom Tipp braucht sie eigentlich nicht. Ja. Solltet ihr eben ein nicht so altes Board haben, das auf kontinuierlich steif ist, rutscht das Ganze in den Bereich der Fußschlaufen. Dort sind auch durch die Insertblöcke, die vielleicht drin sind, ist das Ganze ein bisschen steifer. Was habe ich gemacht, damit das Ganze stabil genug wird, um es auszuhalten? Ihr seht, ich habe zu meinen bisherigen Lagen oben nochmal 3 relativ unsauber Lagen aufgebracht. Ganz wichtig ist vorher das Brett anschleifen, bis ihr beim Glas seid. Carbonschleifen ist keine gute Idee, aber meistens ist immer ein Deckglas nach oben drüber. Jedenfalls so lange aufschleifen, bis ihr im Endeffekt das Gewebe glänzen seht. Ja, also allen Lack weg, Epoxy weg, ihr wollt es direkt zum Laminat, sonst habt ihr keine gute Bindung. In weiterer Folge habe ich dann mit 2 Lochstichen, einmal 145 Abstand für diverse Alumasten und einmal mit 165 für Moses und Abstand ist hier 90, das Ganze gut ausmessen, damit es entlang der Mittellinie hier schön ausgerichtet werden kann. Einfach durchgebohrt, ich habe hier rostfrei Einschlagmuttern genutzt, wo ich auch für die einzelnen im Endeffekt Dornen hier Löcher vorgebohrt habe, das Ganze dann in Epoxy eingelassen. Auf der anderen Seite auch innen noch mit Epoxy die Löcher innen ausgefüllt, versiegelt, durchgebohrt. Ein bisschen ein Spiel können Sie ruhig lassen, damit die Schrauben beim Anschrauben, dass das ein bisschen einfacher geht. Wichtig ist, abhängig davon, was ihr für einen Kern habt. Das Corsel nimmt an sich kein Wasser auf. Ich habe hier ein bisschen Epoxy reingegeben, damit man auch den Druck ein bisschen abfangen kann. Manche gießen das Ganze dann noch großflächiger aus oder man könnte sie auch noch ein bisschen mehr ausfräsen, um hier den Druck zwischen den Schichten auch gut aufzunehmen. Aber Corsel ist an sich sehr druckstabil. Wer einen billigeren Schaumkern hat, sollte sich hier ein bisschen mehr Verstärkung überlegen. Auf der anderen Seite sehr leicht haben es Leute mit einem Holzkern. Der hält den Druck im Endeffekt, der nimmt das komplett auf. Wichtig ist hier die Wasserversiegelung. Solltet ihr das hinten abschneiden, dann auch eine Wasserversiegelung machen, dass der Kern nichts zieht. Wichtig ist, auf der Oberseite habe ich hier einfach 3 Lagen drauf geklatscht,
damit hier im Endeffekt die Insets noch ein bisschen den Druck aufnehmen. Und auf der anderen Seite ist es so, Unterwasserschiff habe ich dadurch, dass ich hier eigentlich nur drei Lagen in Summe drauf habe und keine Verstärkungen und das Foil jetzt hier einen Druckpunkt hat und auswirkt und das ganze Brett doch ein bisschen flext natürlich, ist es einerseits wichtig, dass ihr eine Unterlegsplatte nehmt. Aus meiner Sicht ist das was eine gute Idee ist, bei Alufoils, bei Carbonfoils, um ein bisschen hier noch die Kräfte aufzunehmen. Andererseits sind hier fünf Lagen 200er Glas noch aufgebracht worden. Auch hier gilt wieder, alles aufschleifen. Ihr seht, das Ganze ist, bis es eben so sehr rau ist und bis ihr die Glasfasern glänzen seht, aufrauen. Dann im Endeffekt diamantenförmig, also ich sage so Stern, so vorn zulaufend, wie Blattfedern, sind hier diese fünf Lagen immer kleiner werdend aufgebracht. Mit der größten Lage beginnt ihr und dann immer kleiner werden. Wenn das Ganze hart ist, dann noch schön plan schleifen und dann seid ihr eigentlich schon ready. Foil drauf und viel Spaß damit. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über ein Like. Könnt ihr auch gerne Kommentare da lassen. Wie gesagt, das ist eine sehr einfache Variante. Es ist keine super Insert-Versenk-Version und so weiter, aber sie ist für jeden relativ günstig und einfach herstellbar und ist auch haltbar. Also ich bin damit schon in großer Welle auch unterwegs gewesen. Warum steige ich teilweise dann doch lieber auf mein Volumenboard auch um? Ist, gerade wenn ich irgendwie heimschwimmen muss bei wenig Wind oder so, ist es besser doch 15, 16 Liter mitzuhaben. Diese Bretter, da reden wir von 3, 4 Liter Volumen. Das ist eben sehr wenig. Auf der anderen Seite super reagibel und macht Spaß. Also, viel Spaß damit.